Ach so. Ich soll jetzt ein Lied singen. Ein Lied, das passt zur Demokratie. Ich muss mich direkt dazu zwingen, weil so deppert war ich im Kopf dazu noch nie. Ich stehe in meinem Zimmer und ich suche und suche. Und ich merke, wie die Allweil noch mehr der Fluch. Sie fixt mir voll den Phönix. Mein Kopf, der platzt schon bald vor Wut. Und in mir drin, da pocht das Blut. Ja, soll ich denn alles tolerieren? Was da wird geschrieben, was da im Netz und sonst wie andere umeinander schmieren. Ich sag's euch, ich halt schon bald nicht mehr aus. Was ich gestern wieder gelesen und gehört hab, sag ich bloß nur für Teufel. Das ist echt ein Graus. Aber geh weiter. Das ist doch Demokratie. Das ist doch die Utopie, dass ich deine Meinung akzeptiere. Auch wenn's nicht die meine ist. Mir und mir. Aber du, pass einmal auf. Wir haben doch sowas wie ein Grundgesetz. Das steht auch da drin im Netz. Und da habe ich jetzt was gelesen. Von Menschenwürde. Es gibt also schon sowas wie eine Meinungshürde. Ich muss nicht alles mengen. Das habe ich da drin in den Grundgesetzblattl gesehen. Und wenn heut einer sagt, das ist ein Jud, dann nehme ich mich zusammen mit meinem ganzen Mut und ich sage, jawohl, das ist ein Jud. Und das darf auch sein. Mit seinem ganzen Fleisch und Blut. Weil das ist Demokratie. Und das willst du sicher auch für die. Ja, das ist Demokratie. Das ist die Utopie. Die Würde, die hält das alles zusammen. Und so war's von Anfang an. Das ist Demokratie. Das ist die Utopie. Weil die Würde, die hält das alles zusammen. Und so war's von Anfang an. Und jetzt habe ich eine kleine Collage zusammengestellt mit jüdischen Liedern als Hommage an Kurt Eisner, unseren ersten bayerischen jüdischen Ministerpräsidenten. Und in diesen Liedern geht es im ersten darum, Orem ist nicht gut, man braucht sich seiner Herkunft und auch seiner Armut nicht zu schämen, lass mir sich nicht schämen mit sein eigenes Blut. Im zweiten Lied, das kennt ihr ja alle, gleich wenn ich es anfange, werdet ihr es erkennen, geht es darum, dass niemand eines anderen Knecht sein braucht, darf, muss. Und als Utopie am Schluss von diesen drei Liedern, lass mir sich überbeiten, versöhnen wir uns. Kelle chas, kelle spiel mir chasas, kelle chotschan ori me abia. Chaske, orem is nicht gut, orem is nicht gut. Lohm mir sich nicht schämen mit sein eigene Blut. Orem is nicht gut, orem is nicht gut. Lohm mir sich nicht schämen mit sein eigene Blut. Nicht kein Gebeten, ne, allein gekommen. Und chotschan ori me abia. Frume, orem is nicht gut, orem is nicht gut. Lohm mir sich nicht schämen mit sein eigenes Blut. Orem is nicht gut, orem is nicht gut. Lohm mir sich nicht schämen mit sein eigenes Blut.
Haskele, Haskele, spiel Jemine Seemele, Fahre Dreierloch, wach Haskels, Kremele, Orem ist nicht gut, Orem ist nicht gut, Lohm er sich nicht schämen mit sein eigenes Blut, Orem ist nicht gut, Orem ist nicht gut, Lohm er sich nicht schämen mit sein eigenes Blut. Fünf vor elf liegt der Kälbel, liegt gebunden mit der Strick. Heuch im Himmel fliegt der Vogel, fliegt und dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht er ob ein Tag, eine ganze und eine halbe Nacht. Donna, 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 Bittne Kälblech tut man binden und man steht sei und man schächt. Wer's hat Fliegel, fliegt er euch zu, ist bei keinem nicht kein Knecht. Lacht er in den Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht er ob ein Tag, ein ganzen und eine halbe Nacht. Donna, 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 Lass mir sich überbeiten, überbeiten. Was ist das bei der Tier? Was ist das bei der Tier? Lass mir sich überbeiten, komm rein zu mir. Lass mir sich überbeiten, komm rein zu mir. Lass mir sich überbeiten, überbeiten. Käufe Pomeranzen, käufe Pomeranzen. Lass mir sich überbeiten, lass mir gehen tanzen. Lass mir sich überbeiten, lass mir gehen tanzen. Überbeiten, überbeiten, stellen Samovar, stellen Samovar. Lass mir sich überbeiten, sei je nicht kein Narr. Lass mir sich überbeiten, sei je nicht kein Narr. So, herzlichen Dank erstmal an Michaela Dietl für ihre großartige musikalische Hommage an die Demokratie. Wir werden sie im Laufe der Veranstaltung noch öfters hören. Aber zunächst einmal heiße ich Sie ganz herzlich willkommen, die Anwesenden hier im Plenarsaal des Bayerischen Landtags, genauso wie die Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Veranstaltung zu Hause online verfolgen. In wenigen Tagen jährt sich die Ausrufung des Freistaats Bayern durch den unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner zum 103. Mal. Und gemeinsam mit dem Verdi Kulturforum
Und mit Ihnen allen möchten wir die Erinnerung an diesen Demokratiestaat und vor allem an seine Akteurinnen und Akteure wach und lebendig halten. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Verdi Kulturforum und bei Sepp Rauch für die tolle Ausstellung, die wir hier im Bayerischen Landtag haben. Und für die Idee zu dieser gemeinsamen Veranstaltung. Und mein Dank geht natürlich auch an Verdi als Ganzes, vertreten durch die Landesbezirksleiterin Luise Clemens. Herzlich willkommen heute Abend hier. Von beiden, Sepp Rauch, wie auch von Luise Clemens, werden wir gleich noch Näheres zum Demokratiestaat 1918 und zur Ausstellung hören. Darauf freuen wir uns. Und bei der Gelegenheit darf ich auch Ihre Begleitungen, Karin Pohlrauch und Uwe Clemens, ganz herzlich begrüßen. Es ist uns eine besondere Ehre, dass heute auch zahlreiche Nachfahren von Kurt Eisner und anderen Erstdemokratinnen und Erstdemokraten mit dabei sind. So zahlreich, dass ich hoffe, niemanden zu vergessen. Gerhard Eisner, Enkel Kurt Eisners und seine Ehefrau Anneliese Wörner Eisner. Kurt Eisner, ebenfalls Enkel seines gleichnamigen Großvaters. Die Urenkelinnen Kurt Eisners Claudia Vollmar, Ramona Schneider und Sonja Ripper. Eigentlich sollte auch Gabi Duschel-Eckertsberger hier sein, die habe ich allerdings noch nicht gesehen, die Tochter des Erstdemokraten und Malers Leonhard Eckertsberger. Ich begrüße Veronika Schmidtke-Sieben, Großnichte Gustav Landauers. Und Jürgen Strahl, den Enkel Kurt Eisners. Von Verdi Bayern darf ich außerdem Dominik Schirmer, Sabine Gruber und Christine Sauerer begrüßen. Herzlich begrüßen. Und dann begrüße ich noch Ludwig Högner, den habe ich auch gesehen, da sitzt er, den Urenkel des ersten sozialdemokratischen bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Högner und im Vorstand, glaube ich, der Bayerischen Volksstiftung und der Bayerischen Einigung. Lieber Ludwig, herzlich willkommen. Ich begrüße alle, die ich jetzt vergessen habe und zu last but not least natürlich ganz herzlich meinen Landtagskollegen, den Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Markus Rindersbacher. Bevor wir mit dem eigentlichen Programm starten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie Sie sicherlich wissen, befindet sich die SPD gerade in Koalitionsverhandlungen in Berlin. Und ich habe die Ehre und das Vergnügen, an diesen Gesprächen teilzunehmen und muss deswegen leider sehr zeitig heute Abend noch Richtung Berlin aufbrechen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Die Terminüberschneidung ließ sich leider jetzt nicht vermeiden. Gut, jetzt habe ich erstmal die große Freude, das Wort an Diana Gaul zu übergeben. Sie ist Sprecherin beim Bayerischen Rundfunk und wird für uns und für Sie heute Texte zur Revolution und der Erstdemokratinnen und Demokraten vortragen. Frau Gaul, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Erstdemokratinnen ist eine Wortschöpfung für Menschen, die in den Jahren vor der Friedlichen Revolution 1918 in Bayern eine parlamentarische Demokratie mit modernen Grundrechten vorausgedacht haben. Dass Kurt Eisner und diese Vordenkerinnen und Vordenker in gerade mal 104 Tagen Regierungszeit viele lang gehegte Träume von Freiheit und Demokratie im Freistaat Bayern erstmals und das alles auf friedlichem Weg realisiert haben, ist eine grandiose Leistung. Mit den Januarstreiks der Munitions- und Rüstungsarbeiterinnen 1918 treten die Erstdemokratinnen als Streikorganisatorinnen erstmals mit Macht ins Blickfeld der Öffentlichkeit und zeigen, wie die Herrschaft von Kaiser, König und Generalität sowie der Weltkrieg beendet werden können. Deshalb schlägt die Staatsmacht mit voller Härte zu und inhaftiert Kurt Eisner, Sarah Sonja Lerch und ihre Münchner Mitstreiterinnen. Die Streikorganisatorinnen anderer bayerischer Städte meist nicht, unter anderem, weil dort, anders als in München,
Auch die erste Reihe der örtlichen SPD und der Gewerkschaften entschieden hinter den Streiks stehen. Gegen sie wagt das königliche Kabinett keinen Zugriff. Die inhaftierte Sarah Sonja Lerch mit Kurt Eisner, Hauptorganisatorin der Streiks, wird am 29. März 1918 erhängt in der Gefängniszelle aufgefunden. Es gibt keine Untersuchung dazu. Es wird gestreut, sie habe sich wegen Liebeskummer aufgehängt. Die anderen Streikführer sitzen noch monatelang in Haft. Hedwig Kämpfer und Selma Schröder werden im März 1918 völlig mittellos nach Preußen ausgewiesen, weil sie auch nach der Verhaftungswelle weiter einen Massenausstand der Rüstungsarbeiterinnen planen. Kurt Eisner schreibt während seiner Haft: Die revolutionärste Revolution, das war doch die vom 31. Januar. Damals stand Deutschland auf dem Gipfel seiner militärischen Macht. Und wenn es uns damals gelungen wäre, die Massen aufzuregen und aufzurütteln zu jener Volksbewegung, wie sie uns damals schon vorschwebte, dann hätten wir noch einen Frieden haben können, in dem wir nicht auf Gnade und Ungnade dem Gegner ausgeliefert gewesen wären. Was Anfang 1918 nur die politischen Köpfe aus den drei Münchner Demokratieschmieden ahnen, die Januarstreiks sind tatsächlich die Generalprobe der friedlichen bayerischen Revolution vom 7. November 1918. Wer sind die Männer und Frauen, die die Januarstreiks organisiert haben? Woher kommen sie? Sie kommen im Wesentlichen aus drei Demokratieschmieden, in denen in München während des Ersten Weltkriegs nachgedacht wird, wie der Krieg durch Massenstreiks beendet werden kann, und es wird gedanklich die friedliche Revolution vom 7. November und der folgende Demokratiestaat vorbereitet. Die erste der drei Demokratieschmieden sind die wöchentlichen Abende der Jugendsektion des Münchner SPD-Arbeiterbildungsvereins. Ab dem 4. Juni 1914 treffen sich jeden Donnerstagabend viele später bei der friedlichen Revolution 1918 und dem folgenden Demokratiestaat in Bayern entscheidende Leute wie Felix Fechenbach, Hedwig Kämpfer, Hans Unterleitner, Betty und Emilie Landauer und Josef Breitenbach. Felix Fechenbach, der spätere Sekretär der Regierung Eisner, war Hauptorganisator dieser Treffen. Leider sind diese Demokratinnen der ersten Stunde inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten. Die zweite Demokratieschmiede ist Else Bellis und Kurt Eisners Haus in der Haderner Villenkolonie. Es liegt strategisch gut. Die Münchner Polizei ist fern und dem für Hadern zuständigen Wachtmeister Johann Hüttner mit Wohnsitz München ist es vor dem Weltkrieg egal, was sich politisch in der Haderner Villenkolonie tut. Ab Ende 1915 trifft man sich einmal im Monat am Sonntagvormittag, wenn die Nachbarn in der Kirche sind. Die Gäste sind verschwiegen, weil sich die Gespräche gegen Adelsherrschaft und Krieg richten. Dank Otto Graf sind die Personen bekannt, die bei diesen Treffen dabei sind und was bei den Sonntagsgesprächen passiert. Zu Beginn der Treffen spielt Eisner auf dem Klavier und Else Belli mit Violine bevorzugt Bach für die zum politischen Diskurs versammelten Gäste. Danach wird über Bayern nach der Wittelsbacher Herrschaft, nach Ende der Militärdiktatur Hindenburgs und Ludendorffs diskutiert. Thema ist, wie der fürchterliche Krieg zu beenden und wie eine demokratische bayerische Republik zu gestalten wäre. Es soll ein Staat ohne Kerker für Andersdenkende und ohne Guillotine werden. Entworfen wird ein Gemeinwesen mit Presse- und Kunstfreiheit. Mit den beiden genannten Demokratieschmieden ist ein kleiner, aber überzeugter Kreis von Menschen entstanden, die gut auf die Revolution und die Schaffung eines modernen Freistaats Bayern vorbereitet sind. Die dritte Demokratieschmiede sind die montäglichen Diskussionsabende im Münchner Wirtshaus Goldener Anker in der Schillerstraße. 1916 organisiert die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD, diese Treffen. Schnell wächst die Zahl der Teilnehmerinnen auf bis zu 150 Diskutantinnen an. Aber die königstreuen Spitzel notieren beflissen mit.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf als erstes noch begrüßen Jürgen Strahl mit Ehegattin, den Enkel Kurt Eisners. Und ich darf begrüßen einen Nachfahren des berühmten roten Feldpostmeisters Josef Belli, den Hans-Jörg Haug. Wo sitzt er denn? Hier sitzt er. Lieber Florian von Brunn, liebe Claudia Weigel, als Leiter des Verdi-Kulturforums und Kurator dieser Ausstellung möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Ich kann auch nicht lauter reden, vielleicht für die Ausstellung, für die Aussteuerer. Ich habe eine anstrengende Ausstellung hinter mir und darüber hinaus haben vor 12 Tagen kurz mal die Enkel zugeschlagen, wie sie betütelt werden wollten, weil der Kindergarten sie nach Hause geschickt hat. Und die Ergebnisse 12 Tage später hört man an meiner Stimme. Es ist ein schönes Bild, dass die Ausstellung heute hier sein kann, weil wer sich die Räumlichkeiten betrachtet, ist es doch gut, dass 60 bayerische Demokratinnen der ersten Stunde ein demokratisches Gegengewicht zu den Kaisern, zu den Königen, zu den Kurfürsten und Herzögen, die in den Räumen des Landtags manchmal in monsterhafter Größe erscheinen, ein klein wenig Gegengewicht bilden. Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausstellung läuft seit 14. Oktober. Das ist genau 103 Tage nach Kurt Eisners Freilassung aus dem Gefängnis und endet morgen exakt 103 Jahre nach der Wahl Kurt Eisners zum ersten Ministerpräsident. Der Zeitpunkt der Ausstellung ist bewusst gewählt, weil wir einen Fokus auf diese Revolution und die hervorragenden 104 Tage danach, nämlich des Demokratiestaats, richten wollen mit dieser Ausstellung. Wir beleuchten in dieser Ausstellung spottartig die Januarstreiks 1918 für ein Ende des Krieges, die Revolution und die 104 Tage des friedlichen Demokratiestaats in Bayern. Wir zeigen, wie in den Jahren davor durch die drei Demokratieschmieden, die gerade genannt worden sind, die Wittelsbacher Herrschaft beendet wurde und die Ausgestaltung der Demokratie vorausgedacht wurde. Liebe Freundinnen und Freunde des Demokratiestaats 1918, ohne diese drei Demokratieschmieden, so klein sie waren, wäre diese grandiose Leistung der friedlichen Demonstration nicht möglich gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen, dass in weniger als 2 Monaten nach der Revolution am 7.11. ein vorläufiges Grundgesetz zur politischen und zur Rechtsnorm wurde. In diesem ersten demokratischen vorläufigen Grundgesetz, das in Deutschland Wirkung erzeugen konnte, fehlt nichts, was eine moderne Demokratie auszeichnet. Es fehlt nur heute die Anerkennung dieser ersten Verfassung, die es in Deutschland gab. Wer sich die Zeitungsberichte dieser Tage wieder anguckt, man guckt überall hin, aber nicht auf dieses Glanzstück bayerischer, sozialdemokratischer und sozialistischer Politik. Bei der Revolution am 7.11. und den ersten 100 Tagen des Freistaatskabinetts wurden keine adeligen und keine königlichen Beamten auf Schafott geführt. Der Adel wurde einfach abgeschafft. Die Beamten wurden einfach gefragt, ob sie loyal zur Republik stehen. Wenn nein, wurden sie aus den Ämtern genommen. Es gab keine Guillotine. Vielleicht mag die französische Revolution ja weltpolitisch bedeutender sein.
Aber festhalten muss man, in Frankreich feiern Parteien aller politischen Couleurs diese durchaus blutige Revolution. Ich würde mir wünschen, dass in Bayern selbst die bayerische Staatsregierung und alle Parteien wenigstens alle Jahre mal einmal an diese Revolution denken und wer der Freistaatsgründer war. Sehr geehrte Enkelinnen und Enkel, Urenkel und Ururenkel, die hier versammelt sind und Nachfahren von allen Erstdemokraten. Wir versuchen zum wiederholten Mal mit einer Ausstellung diese Lücke, die es da in Bayern gibt, zu schließen. Und ich bin dankbar, dass wir heute hier an diesem Ort sein können. Und ich hoffe, dass immer mal wieder der bayerische Staat, Landkreise, Kommunen das ebenfalls tun. Liebe Nachfahren unserer bayerischen Erstdemokratinnen und Demokraten, diese Ausstellung ist auch eine Hommage an die Erstdemokratinnen, die Männer und Frauen, die mit unheimlichem Mut und unheimlichem Engagement diese Revolution und die anschließende Demokratie gegründet haben. Und sie ist eine Ode an die vielen Frauen, die dabei waren. Denn wenn man sich anguckt, wer hier drauf ist, ist mit Ausnahme, wenn man die bildenden Künstler wegnimmt, jede zweite eine Frau. Das war zum damaligen Zeitpunkt sensationell und es ist leider bis heute noch nicht selbstverständlich. Vielleicht, liebe hier anwesende politische Mandatsträgerinnen der Kommune, Kommunen, der Landkreise wie des Landes, liebe politisch wo auch immer Beheimatete hier im Raum, vielleicht gelingt es uns gemeinsam zukünftig an solchen Stellen was vorwärts zu bewegen. Und vielleicht können wir zudem was für ein verändertes Denkmalbild in Bayern tun. Starten wir doch beispielsweise mal in der Landeshauptstadt München. Riesige, bronzene, alte Herren, genannt Herzöge, Kurfürsten und Könige, sowie in München noch größere, blecherne, königliche Beamte wie Montgelas, grüßen huldvoll täglich vorbeigehende Münchner wie die Touristen. Wie wäre es denn, wenn wir es gemeinsam schaffen würden, dass die Erstdemokratinnen ebenfalls im Denkmalbild erscheinen würden? Das Geschlechterverhältnis im Denkmalbild der Stadt würde sofort in die richtige Richtung verrutschen. Und es würde im Vorbeigehen sichtbar werden, tagtäglich, dass der Demokratiestaat in Bayern kein Geschenk der CSU oder kein Wittelsbacher Herrschergeschenk war, sondern dass noch während des Ersten Weltkriegs couragierte Frauen und Männer diese Demokratie erkämpft haben. Es ist nämlich, ich würde behaupten, der Demokratiestaat, den unsere Väter und Mütter, Urgroßväter und Urgroßmütter erkämpft haben. Liebe Anwesende, Freundinnen und Freunde der Künste, die Ausstellung zeigt überraschend viele Münchner bildende Künstler, darunter allerdings überraschend wenig Frauen. Wir haben lange nachgedacht, warum das mit Ausnahme aller anderen, die an der Revolution beteiligt waren, bei den bildenden Künstlern so eine Ausnahmesituation ist. Drei von ganz vielen. Es ist keine Überraschung. Es gab nämlich in München nur eine Ausbildungsstätte für bildende Künstler und die war verschult. An der Kunstakademie waren keine Frauen zugelassen. Das war erst mit dem Tag der Revolution möglich. Wir haben mit den Münchner Künstlern der Revolution, die nicht nur gute Maler waren, sondern die auch als Erstdemokraten dabei waren. Wir haben mit dem, was die
Münchner bildenden Künstler vor 100 Jahren gemalt haben, im Wesentlichen diese Ausstellung illustriert. Denken Sie, denkt, liebe Freundinnen der Künste, zukünftig dran, wenn ihr durch europäische oder Münchner Museen geht, wen ihr davon wiederentdeckt. Sie, ihr werdet einige wiederentdecken. Allerdings werdet ihr nirgendwo finden, dass sie direkt bei der Revolution dabei waren. Wer weiß denn schon, dass Paul Klee nicht nur guter Maler war und nicht nur mitmarschiert ist, sondern dass er im Aktionsausschuss der revolutionären Künstlerinnen war. Wer weiß denn schon, dass er damit in einem Beratergremium der Regierung saß? Das alles, liebe Freunde der Demokratie, ist beachtenswert und macht Mut, an dieser Stelle gemeinsam mit Ihnen, mit euch, an dieser erinnerungspolitischen Ecke weiterzukämpfen. Das war's für heute. Länger mag ich wegen meiner Stimme nicht malen. Friedliche Revolution vom 7. November 1918. Revolution ist nicht Demokratie. Aber diese bayerische Revolution vom 7. November 1918 führt auf direktem Weg dorthin. Die Revolution beginnt mit einer Friedenskundgebung auf der Theresienwiese. Von dort geht der Impuls zur Revolution aus. Einer der beiden Demonstrationszüge, die sich nach Ende der Kundgebung bilden, führt an den Kasernen vorbei zum Matheserbräu. Er wird von Kilometer zu Kilometer mächtiger. Auch Soldaten der Garnisonskasernen schließen sich an. Im Matheserbräu werden Räte gewählt. Diese ziehen weiter in den Landtag. Die Freistaatsproklamation dieser historischen Nacht lautet in Auszügen: Das furchtbare Schicksal, das über das deutsche Volk hereingebrochen, hat zu einer elementaren Bewegung der Münchner Arbeiter und Soldaten geführt. Ein provisorischer Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat hat sich in der Nacht zum 8. November im Landtag konstituiert. Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine Volksregierung, die von dem Vertrauen der Massen getragen wird, soll unverzüglich eingesetzt werden. Eine konstituierende Nationalversammlung, zu der alle mündigen Männer und Frauen das Wahlrecht haben, wird so schnell wie möglich einberufen werden. Eine neue Zeit hebt an. Bayern will Deutschland für den Völkerbund rüsten. Die Demokratische und Soziale Republik Bayern hat die moralische Kraft, für Deutschland einen Frieden zu erwirken, der es vor dem Schlimmsten bewahrt. Die jetzige Umwälzung war notwendig, um im letzten Augenblick durch die Selbstregierung des Volkes die Entwicklung der Zustände ohne allzu schwere Erschütterung zu ermöglichen, bevor die feindlichen Heere die Grenzen überfluten oder nach dem Waffenstillstand die demobilisierten deutschen Truppen das Chaos herbeiführen. Der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat wird strengste Ordnung sichern. Ausschreitungen werden rücksichtslos unterdrückt. Die Sicherheit der Person und des Eigentums wird verbürgt. Die Soldaten in den Kasernen werden durch Soldatenräte sich selbst regieren und Disziplin aufrechterhalten. Offiziere, die sich den Forderungen der veränderten Zeit nicht widersetzen, sollen unangetastet ihren Dienst versehen. Wir rechnen auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen. Alle Beamte bleiben in ihren Stellungen. Grundlegende soziale und politische Reformen werden unverzüglich ins Werk gesetzt. Die Bauern verbürgen sich für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Der alte Gegensatz zwischen Land und Stadt wird verschwinden.
Der Austausch der Lebensmittel wird rationell organisiert werden. Arbeiter, Bürger Münchens, vertraut dem Großen und Gewaltigen, das in diesen schicksalsschweren Tagen sich vorbereitet. Helft alle mit, dass sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht. In dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Bewahrt die Ruhe und wirkt mit an dem Aufbau der neuen Welt. München, Landtag, in der Nacht zum 8. November 1918. Der Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern, der erste Vorsitzende, Kurt Eisner. Im Landtagsgebäude in der Prannerstraße wird Kurt Eisner dann zum ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Der König flieht ohne seinen eigentlichen Chauffeur, der sich der Revolution angeschlossen hat. Ministerpräsident Eisner bildet mit Johannes Hoffmann, Edgar Jaffe, Hans Unterleitner, Erhard Auer, Heinrich von Frauendorfer, Albert Rosshaupter und Johannes Timm ein Kabinett mit 4 Mehrheitssozialdemokraten, 2 unabhängigen Sozialdemokraten und 2 Parteilosen. Völlig neu ist ein Ministerium für soziale Angelegenheiten. Nicht neu ist leider, dass keine Frau am Kabinettstisch sitzt, obwohl Frauen ganz wesentlich die Januarstreiks und die Revolution mitorganisiert haben und beteiligt waren. Ein Schatten in der Vita Kurt Eisners als Parteiführer und als Ministerpräsident, wo sonst viel Licht zu sehen ist. Diese Revolution ist weltweit eine der wenigen, die friedlich und ohne Blutvergießen alte Herrschaftsstrukturen ablöst. Das ist möglich, weil die Menschen von Hunger und Not in der Heimat gezeichnet sind und vom Krieg an der Front, der brutal geführt wird. Die Monarchie hat abgewirtschaftet. Die diktatorischen Generäle Hindenburg und Ludendorff sind mit ihrem Kriegslatein am Ende. Volk und Soldaten folgen den Herrschenden nicht mehr. Kurt Eisner und seine Mitstreiterinnen sind durch jahrelange thematische Auseinandersetzung und Diskussion gut auf diese revolutionäre Situation vorbereitet. Sie wissen, wie eine moderne Demokratie aussehen muss. Und nachdem die Macht gewechselt hat, lassen sie sich nicht dazu verführen, mit Waffen, Kerker und Schafott zu regieren. Auf der Revolutionsfeier am 17. November 1918 im Nationaltheater gibt es die erste Regierungserklärung Eisners. Die bunt gemischte Sitzordnung im festlichen Haus ist durchaus beabsichtigt. Nicht einmal die Minister genießen Privilegien. Edgar Jaffe, der das Finanzressort leitet, hat im Parkett Platz genommen. Innenminister Erhard Auer wirkt ein wenig verloren in den oberen Rängen, schreibt Ralf Höller in Das Wintermärchen. Wichtig ist Eisner eine aktive Beteiligung möglichst vieler Menschen am Aufbau des neuen Systems. Wir verstehen unter Demokratie nicht, dass alle paar Jahre alle Bürger das Wahlrecht ausüben und die Welt regieren mit neuen Ministern und neuem Parlament. Wir, die wir eine neue Form der Revolution gefunden haben, wir versuchen auch eine neue Form der Demokratie zu entwickeln. Women's March. Komponistin Ethel Smith, Uraufführung 1910. Ich habe jetzt einmal eine Strophen davon ins Bayerische übersetzt. Man denkt, das passt da herein. Besser. Thank you.
bringen Ei für uns Frauen, wo in unser Leben also weiterkäuten. Und so wollen wir uns trauen und uns zusammen bei die Hände noch halten. Und also singen wir, es war auch schon schlimmer, es wird noch kommen, eine Zeit, wo wir backen das Leben, so als hätt's für uns noch nie was anderes gegeben. Und also singen wir, es war auch schon schlimmer, und es wird noch kämen a Zeit, wo mir backen das Leben, als hätt's für uns noch nie was anders gegeben. Von mir einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, die Freundinnen und Freunde der Demokratie. Ich habe eine schwere Aufgabe. Ich soll darüber sprechen, ja, wie die Errungenschaften der Revolution 1918 bis heute nachwirken. Es ist deswegen eine schwere Aufgabe, weil ich gar nicht so richtig wusste, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Meine Zeit ist begrenzt. Also habe ich mich auf zwei Themen konzentriert. Und will aber vorneweg mich auch einfach nochmal bei dem Verdi Kulturforum bedanken. Wenn ihr hier sagt, wieso, ich bin ja auch Verdi, natürlich bin ich auch Verdi, aber ich bin nicht das Verdi Kulturforum. Für mich ist das ein wichtiger Teil von Verdi und Sepp Rauch und die Künstlerinnen und Künstler, die das mittragen, die in der Vergangenheit schon viele Ausstellungen, politische Themen bearbeitet haben, bei uns im Gewerkschaftshaus, im Rathaus, in der Kassenhalle heißt das, glaube ich, aber auch heute hier, sind für uns, die wir ja nicht nur die Freundinnen und Freunde, sondern auch die Bewahrerinnen der Demokratie sind, wichtig. Wir sind eine Gewerkschaft, die auch Künstlerinnen und Künstler ja, sozusagen viele in ihren in der Mitgliedschaft hat, und das ist auch gut so, dass eben Künstlerinnen und Künstler damit zum Ausdruck bringen, dass sie politische Menschen sind, dass sie Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind, und uns bereichert das als Gesellschaft, aber uns als Gewerkschaft bereichert es insbesondere. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr in der Vergangenheit Sepp Rauch und alle anderen da uns so bereichert habt. Aber zurück zu meiner schweren Aufgabe, was die Errungenschaften der Revolution waren. Und in der Broschüre, die ihr alle vor euch liegen habt, ist ja sozusagen die provisorische Verfassung vom 5. Januar 1919 abgedruckt, und die habe ich mir mal angeschaut. Und was eben insbesondere mir gut gefallen hat, da heißt es: Staatsbürger ist ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechts, des Glaubens und Berufes jeder Angehörige des bayerischen Staates, der das 20. Lebensjahr vollendet hat. Wahlberechtigt sind alle bayerischen Staatsbürger, wählbar sind alle bayerischen Staatsbürger über 23. Staatsbürger, damit sind Männer und Frauen gemeint. Und das ist das Neue, das Besondere, das, was uns Frauen insbesondere wichtig ist. Ich meine, wenn damals das Gendern in der Sprache schon allgemeiner und selbstverständlicher gewesen wäre, hätte da auch eben gestanden, dass es die Staatsbürgerinnen sind. So waren wir zum Glück mitgemeint. Zum Glück, weil es bis dahin eben kein Wahlrecht gegeben hat, und deswegen war das ein nicht Selbstverständliches, sondern für uns eine große Errungenschaft, die wir aber eben, wir Frauen, nicht nur der Kurt-Eisner-Regierung zu verdanken haben, sondern eben insbesondere vielen Frauen, die schon in vielen Jahren davor und weltweit für das Frauenwahlrecht, für die Gleichstellung, für die Gleichberechtigung engagiert und mutig gestritten haben und zum Teil dafür auch hart bestraft wurden. Aber trotzdem ist es der Kurt-Eisner-Regierung zu verdanken, dass es jetzt mal in der Verfassung stand. Und dafür sind wir durchaus dankbar, weil damit der Grundstein für die politische Gleichberechtigung von Frauen und Männern gelegt war.
Okay, das wisst ihr auch schon alle. Jetzt ist die Frage, was haben wir davon? Wenn wir jetzt mal da zurückdenken oder auch an heute denken, dann kann man sagen, ja, über 100 Jahre später wissen wir, dass die verfassungsgemäßen Rechte das eine sind, aber dass es zur Durchsetzung, zur Verwirklichung einfach auch mächtige und klare Instrumente braucht. Also für die Gleichstellung, für die Gleichberechtigung der Geschlechter wäre das zum Beispiel ein Paritätsgesetz in den Parlamenten. Es müsste selbstverständlich sein, und ich denke, es wird auch immer selbstverständlicher, aktuell erleben wir das ja auch in den Koalitionsverhandlungen, dass wichtige politische Funktionen eben gleichberechtigt, gleich mit Frauen und Männern besetzt werden und dass es nicht mehr einfach so toleriert wird, dass sozusagen, also wenn man jetzt an die vorletzten Bundestagswahlen und an das Bild mit dem Innenminister Seehofer und seiner Boygroup denkt, das wäre heute nicht mehr denkbar. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, aber es dauert irgendwie bisher lang, also für meinen Geschmack zumindest, und deswegen wäre es gut, es gäbe dafür harte Regeln, klare Regeln, die eben auch umgesetzt werden müssten. Daneben wäre es aber doch auch gut, wenn die vielen Gleichstellungsberichte, die es von der Bundesregierung gibt, die es von den Landesregierungen gibt und die viele, aus denen man viele Erkenntnisse gewinnen kann, wenn daraus auch sowas entstehen würde wie eine Handlungsanleitung, dass es Umsetzungen gäbe, nämlich zu sagen, diesen Bericht dann eben nicht nur zur Kenntnis zu nehmen und das eine oder andere zu belobigen oder zu beklagen, sondern eben auch zu sagen, es muss zu echten Veränderungen führen und das muss ein Ergebnis eines jeden Gleichstellungsberichtes sein. Und für die Arbeitswelt, naja, also sagen wir, ohne Quotenregelungen kommen wir da leider nicht weiter. Also bei den Vorständen ist es ja jetzt zumindest schon eine kleine Quote. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendein Unternehmen deswegen pleite gegangen ist. Also könnte man diese Quotenregelungen durchaus auch ausweiten. Also das wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall eine Bereicherung für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, ähnlich wie auch Betriebsräte zum Beispiel eine Bereicherung sind. Es ist bekannt, dass Unternehmen mit Betriebsräten wirtschaftlich erfolgreicher sind. Es ist bekannt, dass Unternehmen mit Frauen oder gemischten Teams in der Führungsspitze erfolgreicher sind. Also könnte man da jetzt ja mal schnell was draus lernen, aber weil der Lernprozess offensichtlich ein langwieriger ist, finde ich, bräuchte es da jetzt mal auch also harte Regeln, die umgesetzt werden müssen. Und es bräuchte sowas wie, also nicht sowas wie, aber Equal Pay ist ja auch so ein Reizwort. Ja? Und dann gibt es ein Entgelttransparenzgesetz, wo konservative Parteien so und neoliberale Parteien so lange hingeschraubt haben, bis das meiner Meinung nach das Papier nicht mehr wert ist, auf dem es steht. Es führt nämlich nicht zu mehr, also Transparenz führt nicht automatisch zu Gleichstellung, aber selbst das, was da drin steht, hätte man sich sparen können. Also ist es meiner Meinung nach so, wir haben den Frauen, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben, denen haben wir viel zu verdanken, und nicht nur wir Frauen, sondern die Gesellschaft und der Kurt-Eisner-Regierung auch. Was wir in den letzten 103 Jahren daraus gemacht haben, ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mangelhaft, und deswegen glaube ich, können wir daraus lernen. Da muss man irgendwie sich weiter bewegen. Ein zweites Thema, wenn ich noch darf, ist, dass auch in dieser provisorischen Verfassung steht, das Eigentum ist unverletzlich. Die Enteignung von Vermögen kann nur zum Zwecke des Gemeinwohls auf der Grundlage von Gesetzen erfolgen. Im Grundgesetz heute ist dann immer noch mal weiter formuliert, das Eigentum verpflichtet, zu was auch immer. Aber erstmal, also war das auch vor 103 Jahren schon. Und dann habe ich gedacht, sprechen wir über Wohnen. Sprechen wir über Wohnen als Grundbedürfnis der Menschen in diesem Land, weltweit, aber wir sprechen jetzt hier über uns. Seit einigen Jahren stehen die Immobilien- und Mietpreise ja im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. In vielen großen Universitätsstädten, aber mittlerweile auch in Mittelstädten, weil ja Zinsen sozusagen keinen Ertrag mehr bringen, also wird in Betongold investiert. Auch überall kennen die Mietpreise und Immobilienpreise nur eine Richtung nach oben, und das verschärft die soziale Ungleichheit. Es verdrängt Menschen aus den Vierteln, aus den Städten, in denen sie vielleicht ein Leben lang gelebt haben. Und
Ja, diese Verdrängung führt ja, oder Gentrifizierung, wie es auch immer heißt, führt ja auch dazu, wenn man zum Beispiel in München durch manche Städte geht, durch manche Viertel geht, da kann man an den Autos schon erkennen, was sozusagen, was die Miete ausmacht. Als wir hierher gelaufen sind, dann habe ich gedacht, was ist denn das eigentlich für ein Auto? Kenne ich überhaupt nicht. Also da müssten wir mal im Lotto gewinnen um einen Bentley, wie ich jetzt weiß. So, und da steht aber nicht nur einer, sondern viele. Also will sagen, es gibt eine große Ungleichheit. Und bei den Autos kann man sagen, ist das eigentlich wurscht, ja. Aber beim Wohnen ist es nicht wurscht. Weil Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Und deswegen brauchen wir gegen steigende Mieten, gegen nicht mehr bezahlbaren Grundstückspreise, sozusagen eine andere Wohnungsbaupolitik, also bezahlbaren Neubau. Und ich finde, wir brauchen eine funktionierende Mietpreisbremse. Also das, was wir als Mietpreisbremse kennen, ist ja auch von den schon besagten politischen Kräften bis zur Unkenntlichkeit und bis zur Unwirksamkeit ausgehöhlt worden. Und das reicht einfach nicht. Und wenn man jetzt wieder an Kurt Eisner denkt und sagt, aha, okay, wie war das? Zum Zwecke des Gemeinwohls, ja, und auf der Grundlage von Gesetzen kann auch enteignet werden. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt sozusagen alle Häuser einkassieren und wie auch immer, sondern es geht ja auch schon um die Frage, wie viel Rendite darf eigentlich ein Grundbedürfnis bringen? Und Rendite, damit meine ich einfach die Mieten, die erhoben werden, und da kann man doch drauf schauen. Das ist nicht nur eine Frage, eben zu sagen, dass, ja, ob man jetzt ja irgendwie was ungerecht findet oder ob man das jetzt irgendwie, was ich, ob ich jemandem was neidisch bin oder so. Nein, es geht darum, wie ist es denn jetzt eigentlich zu handhaben, dass alle Menschen wohnen können, und zwar bezahlbar wohnen können und auch dort wohnen können, wo sie wohnen wollen. Und dafür hat schon Kurt Eisner sozusagen ein Instrument gefunden. Und deswegen glaube ich, dass es, sag mal, wenn wir jetzt alle so ein bisschen, die einen ein bisschen schockstarrer als die anderen, auf die Debatte in Berlin, auf die Frage der Enteignung der großen Wohnungsbauunternehmen schauen, dann finde ich, es ist eine hochpolitische Debatte. Es ist total interessant und spannend, wie immer es auch ausgeht. Aber dass wir alle damit in die Köpfe kriegen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass die einen immer mehr die Mietpreise nach oben schrauben und die anderen halt ihre 7 Sachen packen und ausziehen. Ja, also 2 Beispiele, was man sozusagen aus von früher quasi lernen kann. Und neben dem, was ich eigentlich nur sagen wollte, das würde ich jetzt mal opfern zu dem, was ich heute gelernt habe. Heute war ja in Dachau eine KZ-Gedenkstätte, die DGB-Jugend hatte sozusagen den Gedenktag organisiert, wie jedes Jahr im Übrigen. Und seit ein paar Jahren heißt der Gedenktag Erinnern heißt Kämpfen. Und ich finde, also der Redner heute hat das natürlich auf den Faschismus bezogen und auf den Kampf gegen den Faschismus. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, sagen, was ist an Geschichte eigentlich interessant, dann eben nicht nur, dass man was weiß von früher, sondern was lernen wir daraus und wie erhalten wir das und entwickeln das weiter, was Generationen vor uns erstritten und erkämpft haben. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Dankeschön. Beispielhaft für das Leben, das Wirken und die Verfolgung von 8 der 60 in dieser Ausstellung genannten Erstdemokratinnen und Mitkämpferinnen Kurt Eisners sind Sarah Sonja Lerch, geborene Rabinowitz, 3.5.1882 Warschau bis 29.3.1918 München, Mädchengymnasium in Warschau, Lehrerinnenprüfung 1899. Sie studiert in Wien, Bern, Gießen und Zürich. Lerch unterrichtet in Warschau und Odessa. 1907 als Mitglied des Arbeiter- und Deputiertenrats Odessas inhaftiert, Flucht über Konstantinopel, Wien und Warschau nach Frankfurt am Main. Mitglied der SPD Frankfurt. 1912/13 Promotion, heiratet Eugen Lerch, Umzug nach München.
Sie wird 1914 zur Pazifistin und 1917 Mitgründerin der USPD München. Organisiert 1918 die Januarstreiks mit Eisner und anderen und wird wegen der Januarstreiks am 1. Februar 1918 inhaftiert. Am 29. März findet man Lerch erhängt in der Gefängniszelle. Angeblich ermordete sie sich wegen Scheidungskummers, aber es gibt keinen Obduktionsbericht. Felix Fechenbach, 28.01.1894 Mergentheim bis 7.08.1933 Schärfede. 1911 Angestellter in einer Schuhwarengroßhandlung und Mitglied des Deutschen Handlungsgehilfenverbandes. 1912 Sekretär des Arbeitersekretariats in München, SPD-Mitglied. Gründet am 3. Februar 1914 im Münchner Gewerkschaftshaus in der Pestalozzi-Straße die Jugendsektion des Münchner SPD-Arbeiterbildungsvereins. Fechenbach pflegt eine enge Zusammenarbeit mit Kurt Eisner. 1917 ist er an der Gründung der USPD beteiligt und 1918 an der Revolution. Er wird Sekretär und Eisners engster Mitarbeiter in der Staatskanzlei. 1922 Anklage wegen angeblichen Landesverrats. In einem Schauprozess wird er zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt, kommt 1924 frei. Das Urteil wird zum Teil aufgehoben. Danach arbeitet er beim Dietz Verlag und beim Volksblatt. 1933 Haft. Bei Überführung ins KZ Dachau wird er ermordet. Hedwig Kämpfer, geborene Niebler. 23.01.1889 München bis 8.06.1947 Paris. Münchner Bäckerstochter, Kontoristin beim Zentralverband für Angestellte, USPD-Mitgründerin. Kämpfer ist eng befreundet mit Else Belli und Kurt Eisner, Otto Graf und Betty Landauer. Sie ist Mitorganisatorin der Januarstreiks und wird im März 1918 wegen fortgesetzter Arbeit gegen Krieg und für Streiks aus Bayern ausgewiesen. Gehört 1918-19 dem Arbeiterrat an und ist Richterin des Revolutionstribunals. Versucht, wie Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, nach der Ermordung Eisners zu deeskalieren und trägt dazu bei, dass das Revolutionstribunal keine Todesurteile ausspricht. Wird am 1. Mai 1919 inhaftiert und erst nach ihrer Wahl zur Stadträtin freigelassen. Ab 1919 bis 1924 Münchner USPD-SPD-Stadträtin. 1935 Flucht der Familie Kämpfer vor den Nazis nach Paris. 1940 von der Vichy-Regierung ins Internierungslager Gürs deportiert. 1943 Flüchtlingslager BG. Als sie 1947 endlich alle Dokumente für die Rückkehr nach München zusammen hat, stirbt sie in ihrer Wohnung in Paris an einer Gasvergiftung. Fritz Schäffler, 31.12.1888 Eschau bis 24.04.1954 Köln. Gymnasium in Aschaffenburg und Landshut, einjährige Militärausbildung. Polytechnische Hochschule und Kunstakademie München. Wie kann sich der revolutionsbeteiligte Künstler 3 extrem teure Ausbildungen leisten? Er sagt selbst, es waren die Wittelsbacher, die, weil ein Sohn ihres Hauses sich mit einer Köchin eingelassen hat, als Folge dieses Unfalls eine Stiftung einrichteten. Den männlichen Nachfahren wurden darüber Ausbildungen ihrer Wahl finanziert. Schäffler wird im Krieg nahe Verdun lebensbedrohlich verwundet und ist danach bei den Hardener Sonntagsgesprächen im Haus Eisner dabei, schließt sich den Sozialisten um Kurt Eisner an und kämpft als Revolutionsbeteiligter für das Herrschaftsende der Wittelsbacher. Schäfflers Werke werden vom NS-Staat als entartet eingestuft, aus Museen entfernt und teils vernichtet. Er erhält Malverbot. Betty Landauer,
3.12.1889 Ansbach bis 25.11.1941 Kaunas. Riemerschmidtsche Handelsschule, Buchhalterin. Ab 1914 Mitglied der Jugendsektion der SPD. Ab 1917 Mitglied der USPD. Sie gehört im Januar 1918 zu den Streikorganisatorinnen in München, vervielfältigt und verteilt Flugblätter und sitzt bis 9. April 18 in Untersuchungshaft. Albert Lörcher berichtet, dass sie eine glänzende und mitreißende Rednerin war. Am 20. November 1941 wird sie mit 1000 jüdischen Münchnerinnen von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Kaunas deportiert und später in Kaunas im Fort 9 ermordet. Hans Unterleitner, 27.01.1890 Freising bis 30.08.1971 New York, Schlosser, Unteroffizier, Frontheimkehrer. Teilnehmer, zeitweise auch Organisator der Bildungsveranstaltungen der Münchner Arbeiterjugend. 1917 bis 1920 USPD, davor ab 1908 und danach SPD. Führt im Januar 1918 die Januarstreiks mit an und wird inhaftiert. Minister für soziale Fürsorge im Kabinett Eisner und im ersten Kabinett Hoffmann. Heiratet nach Kurt Eisners Tod dessen Tochter Ilse in Hadern. 1919 bis 1933 USPD, später SPD-Parteisekretär. 1924 bis 1933 Reichstagsmitglied. 1933 bis 1935 KZ Dachau, danach erwerbslos, polizeiliche Überwachung. Dezember 1935 Flucht in die Schweiz, bekommt Asyl, aber keine Arbeitsgenehmigung. Flieht 1939 über Genua in die USA. Högner will ihn 1945 in sein Kabinett holen. Unterleitner kehrt aber nicht aus den USA zurück. Toni Pfülf, 14.12.1877 Metz bis 8.06.1933 München. Der Vater ist Offizier, die Mutter steht dem Haushalt vor. Pfülf besucht die höhere Töchterschule in München. Als sie 1902 in den Schuldienst und wenig später in die SPD eintritt, kommt es zum Bruch mit den Eltern. Sie arbeitet als Lehrerin von 1916 bis 1918 als Armen- und Waisenpflegerin. 1918-19 Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats München. 1919 bis 1920 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung, setzt mit Marie Baum, DDP, und Clara Mende, DVP, die Abschaffung des Lehrerinnenzölibats durch. Von 1920 bis 1933 wird Pfülf in den Reichstag gewählt und ist bis zu ihrem Tod Abgeordnete. Sie stimmt 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz. Tags darauf verschärft sich der NS-Terror. Sie nimmt sich das Leben, weil Gewerkschaften, christliche Organisationen und SPD nicht versucht haben, Widerstand zu leisten. Die Nazis lassen keine Trauerfeier zu. Ernst Toller, 1.12.1893 Samotschin, Posen bis 22.05.1939 New York. Dramatiker, Autor, Expressionist. Abitur, Jurastudium in Grenoble. Wird 1917 vom Militärdienst freigestellt. Er trifft Kurt Eisner, geht nach München und setzt dort sein Studium fort. Er beteiligt sich an den Januarstreiks, wird inhaftiert und kommt nach Intervention seiner Mutter in die Psychiatrie. 1918 zweiter Vorsitzender des Zentralrats der Räte. Nach Eisners Ermordung Vorsitzender der bayerischen USPD. In der Zeit der Räterepubliken Vorsitzender des Zentralrats der Räte und Abschnittskommandant der Roten Garde in Dachau. 1919 zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. 1924 Ausweisung aus Bayern. 1933 Ausbürgerung durch die NS-Diktatur. Exil in London und New York. Der NS-Staat lässt seine Bücher verbrennen.
Die Verbrechen in der Heimat sehend, nimmt sich Toller im Exil das Leben. Diese 8 von über 60 Erstdemokratinnen, die in der Ausstellung gezeigt werden, haben mit Kurt Eisner dafür gesorgt, dass Bayern noch vor der Proklamation der Weimarer Republik eine moderne Demokratie wird. Die Bilanz der Regierungszeit Eisners ist beeindruckend. Ende der Wittelsbacher Herrschaft, Wegfall von Standesprivilegien, Trennung von Kirche und Staat, demokratische Staatsform Verfassung, Selbstverwaltung der Kommunen, föderalistische Staatsstruktur, freies und gleiches Wahlrecht, Frauenwahlrecht, Gewaltenteilung, Freiheit des Glaubens und der Meinung, Freiheit der Lehre, Wissenschaft, Kunst, Unverletzlichkeit der Person, Stärkung der Betriebsräte, 8-Stunden-Tag, Stärkung der Sozialversicherungen, Öffnung staatlicher Kunstakademien für Frauen. Heinrich Mann hat Kurt Eisners Leistung so gewürdigt: Die 100 Tage der Regierung Eisner haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft und mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher. Eisner war ein genialer Denker, Sozialdemokrat, Sozialist, Pazifist. Aber dass er in seine Regierung nur Männer und nicht 50% Frauen geholt hat, war ein großer Fehler. Für die USPD wird die erste Wahl 1919 zum Debakel. Die SPD wird zweitstärkste Partei. Nach Eisners Ermordung auf dem Weg zum Rücktritt von seinem Amt als Ministerpräsident fehlt ein einigender politischer Kopf. Es entsteht ein politisches Vakuum, wo weder gewählte Abgeordnete noch gewählte Räte und auch nicht die bayerische Regierung strukturierend und einigend wirken. Ich schaue kurz auf die Uhr, damit Herr von Brunn noch darf. Aber die folgende erste und zweite Räterepublik, wie die erste Regierung Hoffmann, waren jeweils nur sehr kurze Episoden. Denn in Schockwellen erreichen Anfang Mai 1919 die Berichte über die Brutalität und das blindwütige Morden der in Richtung München ziehenden weißen Truppen und der rechtsextremen Freikorps die Landeshauptstadt. Für sehr viele Erstdemokratinnen beginnt mit dem Einmarsch der Weißen Armee und der rechtsextremen Freikorps und deren standrechtlichen Morden eine Zeit der Flucht, der Überlebensangst, die für die Nicht-Ermordeten erst nach Ende des Nationalsozialismus enden sollte. Die Räteregierung hatte den weißen Truppen, gerufen vom Bamberger Kabinett Hoffmann und unter dem Oberbefehl des sozialdemokratischen Reichswehrministers Noske, wenig entgegenzusetzen. Minister Müller-Meinigen von der Deutschen Demokratischen Partei in der zweiten Regierung Hoffmann lässt härteste Urteile gegen Linke oder Denunzierte gnadenlos schnell umsetzen. Milde Urteile gegen rechte Extremisten und Mörder werden in der Regel durch Begnadigungen aufgehoben. Ab 1919 wird Bayern Schritt für Schritt rechte Ordnungszelle. Wilhelm Högner kommentierte das politische Geschehen und die politischen Säuberungsprozesse von 1919 bis 1945 auf einer Veranstaltung des DGB so: Die Linke wurde von 1919 bis 1945 in Bayern physisch und psychisch füsiliert. Das ist in Bayern auch nach dem Zweiten Weltkrieg an allen Ecken und Enden zu spüren. Ich möchte mich gern bei Herrn Rauch für die Zusammenstellung des Textes bedanken. Ich habe sie vorgetragen, die Texte. Herr Rauch hat sie geschrieben. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, liebe Diana Gaul, und auch nochmal ganz herzlichen Dank an Luise Clemens und Sepp Rauch für ihre interessanten Vorträge. Sie haben gezeigt, dass es uns allen ein Herzensanliegen ist, das Andenken an diese Wegbereiterinnen und Wegbereiter der Demokratie in Bayern lebendig zu halten. Es ist wichtig,
ihre Geschichte, ihre Ziele, ihre Erfolge zu kennen, aber auch das natürlich, was noch nicht gelungen ist und was ihnen verwehrt wurde. Es geht nicht darum, aus der Geschichte zu lernen, zumindest nicht nur, das ist ja ein allgegenwärtiges Lippenbekenntnis. Es gelingt meist zum Teil aber auch nicht, wie wir gehört haben. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass uns die Möglichkeiten und das zukunftsgerichtete, das utopische Potenzial, das dem Wirken dieser beeindruckenden Menschen entspringt, vor Augen zu führen. Wir haben zwar vieles von dem, was sie wollten, gerade verglichen mit der Zeit vor 1918 erreicht, aber es gibt auch noch viel zu tun für politisch und gewerkschaftlich Engagierte, die sich der Tradition der Arbeiterbewegung, ja der großen linken Emanzipationsidee verbunden und verpflichtet fühlen. Aus diesem Blickwinkel gibt es noch vieles zu verwirklichen und viele auch neue Probleme zu lösen, um sozialen Fortschritt, mehr Gleichheit und gleiche Chancen für alle, gleichberechtigte Teilhabe und eine gute Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, unsere Kinder und ihre Kinder, zu garantieren. Der Freistaat Bayern, eine sozialistische Erfindung, unter diesen Titel habe ich meine Rede gestellt. Warum dieser Titel? Kurt Eisner war unzweifelhaft der maßgebliche Protagonist der friedlichen Bayerischen Revolution von 1918. Kurt Eisner war unabhängiger Sozialdemokrat. Er sah sich selbst zwischen Bolschewiki und Mehrheitssozialdemokratie. Und der Titel vermeidet den Streit, ob die SPD heute Kurt Eisner vereinnahmen will, wie es ein Artikel der Staatszeitung 2018 zum 100. Jahrestag der Revolution 1918 nahegelegt hat. Und zum anderen war der Begriff Sozialismus für Kurt Eisner so selbstverständlich, wie er lange Zeit und auch heute noch für die gesamte Sozialdemokratie war und ist, immer verstanden als demokratischer Sozialismus. Das galt für das Görlitzer Programm der SPD von 1921, genauso wie es für das aktuelle Grundsatzprogramm der SPD, das Hamburger Programm von 2007, gilt. Dort heißt es, muss man ja immer wieder mal zitieren, der demokratische Sozialismus bleibt für uns die Vision einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft, deren Verwirklichung für uns eine dauernde Aufgabe ist. Das Prinzip unseres Handelns ist die soziale Demokratie. Auf der anderen Seite ist es auch ein Faktum, dass die konservative Seite hartnäckig negiert, dass der Freistaat auf keinen Fall die Erfindung der Konservativen und schon gar nicht der CSU ist. Der Freistaat Bayern ist der Erfolg von freiheitsliebenden, friedliebenden, sozialistischen und sozialdemokratischen orientierten Erstdemokratinnen und Erstdemokraten, links und sozial im besten Sinne. Das gefällt vielen nicht. Auch der derzeitige Ministerpräsident Markus Söder hat am 7. November 1918 anlässlich von 100 Jahren Freistaat alternative Geschichtsfakten präsentiert. Er hat das zweifelhafte Kunststück vollbracht, über dieses Jubiläum zu sprechen, ohne den Namen Kurt Eisner auch nur zu erwähnen. Das entspringt wohl dem Wunsch aus der Perspektive von bornierten Konservativen nach unbefleckter Empfängnis von Freistaat und Demokratie in Bayern. Unbefleckt, also ganz ohne Resistenz, Revolution und Räte. Erwähnt und begrüßt hat Herr Söder damals selbstverständlich die bei der Feier anwesenden Wittelsbacher, deren jahrhundertlange Herrschaft im November 1918 endete und die Kurt Eisner für abgesetzt erklärt hatte. Das sagt etwas aus. Das war kein Staatsakt, sondern ein geschichtsklitternder Akt einer schon zu lange dominierenden und den Staat hier auch usurpierenden Partei. Denn die Beendigung der Monarchie, der Übergang zur Demokratie in Bayern und die Schaffung des Freistaats sind wesentlich Kurt Eisner zu verdanken, einem gebürtigen Berliner, einem linken, eigensinnig sozialistischen Intellektuellen, Schriftsteller und Journalisten, einem im Wortsinne unabhängigen Sozialdemokraten. Anstand und Wahrhaftigkeit hätten es geboten, bei dieser Gelegenheit die Geschichte so zu erzählen, wie sie sich tatsächlich ereignet hat. Der Freistaat Bayern ist die historische Leistung der linken Kräfte in unserem Land, der Erstdemokratinnen und Erstdemokraten, die das Verdi-Kulturforum mit dieser wichtigen Ausstellung ehrt. Man möchte dem Ministerpräsidenten daher raten, sich diese Ausstellung vielleicht selbst einmal anzusehen. Dann wird er unter anderem erkennen, dass diese Menschen zum Teil jahrzehntelang für die Demokratie im monarchistischen Bayern gekämpft haben und schließlich 1918 tatsächlich den Freistaat Bayern erkämpft haben. Kurt Eisner war 1918 nicht irgendeine, sondern wohl die treibende Kraft der demokratischen Revolution. Aber, wie wir gehört haben, er war nicht alleine,
sondern hatte viele demokratische Mitstreiterinnen und Mitstreiter weit über seine Partei hinaus. Ich will noch einige ergänzen oder auch nochmal erwähnen. Lieder Gustava Heimann und Anita Augsburg, die große Verdienste um die Gleichstellung und die Einführung des Frauenwahlrechts hatten. Später mit Kurt Eisner kooperierten und Augsburg wurde nach der Proklamation des Freistaats 1918 Mitglied des provisorischen bayerischen Parlaments. Felix Fechenbach und Leonhard Eckertsberger, ich hatte jetzt gehofft, dass die Gabi hier auch heute Abend anwesend sein kann, und auch bei allen politischen Unterschieden und Differenzen zu Kurt Eisner auch Erhard Auer, der 1918 erster Innenminister des Freistaats Bayern wurde. Für die politischen Ziele, das muss man natürlich dazu sagen, von Kurt Eisner und dessen Anhängern brachte Auer wenig Verständnis auf. Er verfolgte mit dem Eintritt in die Regierung Eisner das Ziel, den Einfluss der Räte klein zu halten und baldige Landtagswahlen durchzusetzen. Auer stand auch in scharfem politischem Widerspruch zu meiner Urgroßtante und Sozialdemokratin Toni Pfülf, ebenfalls eine Erstdemokratin. Sie war, wie wir gerade gehört haben, eine überzeugte und mutige Kämpferin für Demokratie und Gleichstellung. Es gibt ja diese Erinnerungen von Emils Holzapfel, wo er beschreibt, dass sie in München zum Arbeiter- und Soldatenrat kam, dann, weil sie nicht geladen war, rausgeworfen werden sollte und gesagt hat, sie geht aber nicht, sie muss hier die Sache der Frauen vertreten, weil keine einzige anwesend sei. Das Gleiche hat sie übrigens auch kritisiert im Zentralarbeiterrat in Berlin, da war sie dann entsendet und hat auf den Widerspruch zwischen Programmatik und Realität hingewiesen, zwischen dem Erfurter Programm der Sozialdemokratie und der Tatsache, dass in diesem Zentralarbeiterrat nur 5 Frauen saßen. Der Schicksalstag der friedlichen Bayerischen Revolution war der 21. Februar 1919, der Tag der Ermordung Eisners und der Tag, an dem auch Erhard Auer durch ein Attentat schwer verletzt wurde. Kurt Eisner war an jedem Tag gerade auf dem Weg zum Bayerischen Landtag in der Prahnerstraße, um seinen Rücktritt zu erklären. Seine Partei, die USPD, hatte bei den jüngsten Landtagswahlen, wir haben es schon gehört, eine schwere Niederlage erlitten. In seiner Aktentasche führte er den Entwurf seiner Rücktrittserklärung mit sich, eine Bilanz seiner Tätigkeit und seiner Erfolge als Ministerpräsident einer Revolutionsregierung von unabhängigen Sozialdemokraten und Mehrheitssozialdemokratie. Dort hat er unter anderem formuliert, wie die Revolution selbst sich ohne Blutvergießen vollzog, so ist auch Bayern bis jetzt von ernsteren und dauernden Erschütterungen im Inneren bewahrt geblieben. Auch das war Kurt Eisners Verdienst, die unterschiedlichen Strömungen in der Revolution zusammenzuführen. Die kriegsmüden Soldaten, Arbeiterinnen und Arbeiter vertrauten ihm, weil sie wussten, dass er ein konsequenter Gegner von Krieg, Militarismus und autoritärem Obrigkeitsstaat war. Das große Kapitel Kurt Eisner endete mit seiner Ermordung durch einen Rechtsextremisten. Auch in Bayern kam es in der Folge zu einer Radikalisierung, zu Bluttaten einer bis dahin absolut unblutigen Revolution. Mit den Schüssen des Attentäters, des Grafen Arco, wurde nicht nur Eisners Ziel einer sozialen Demokratie als Vorstufe zu einer freiheitlich-sozialistischen Gesellschaft jäh beendet. Auch der Übergang Bayerns zu einer parlamentarisch-sozialen Demokratie, wie es sich die MSPD wünschte, war zutiefst erschüttert. Der neue Freistaat wurde binnen weniger Jahre von reaktionären Kräften in die Ordnungszelle des Reiches verwandelt und bot so einen fruchtbaren Boden für den Aufstieg Hitlers und der NSDAP. Bis zu diesem Tag aber war es Eisner nicht nur gelungen, Blutvergießen zu vermeiden, sondern er war eben mit seiner Revolution und Regierung in weniger als 4 Monaten sehr weit gekommen. Dabei hatte er für den neuen republikanisch-demokratischen Freistaat Bayern einen mittleren Weg eingeschlagen zwischen Kapitalismus und Kommunismus, zwischen rein parlamentarischer Demokratie und der Forderung nach Diktatur des Proletariats und alle Macht in Räten. Die Revolution und im Besonderen seine Regierung aus unabhängiger und Mehrheitssozialdemokratie hatte zahlreiche Erfolge und Verdienste vorzuweisen. Wir haben es gehört, allgemeines und insbesondere Frauenwahlrecht, bürgerliche Grund- und Freiheitsrechte, 8-Stunden-Tag und weitere wichtige soziale Errungenschaften wie die Arbeitslosenversicherung. Aber Kurt Eisner hatte auch weitergehende Überzeugungen und Ziele. Und weil die heutige Veranstaltung unter dem Motto Erstdemokratinnen steht, erlauben Sie mir an dieser Stelle ein paar Worte zu seinem Demokratieverständnis zu verlieren. Eisner war davon überzeugt, dass sich nur mit einem kompletten politisch-moralischen Neuanfang eine neue demokratische und sozialistische Gesellschaftsordnung aufbauen ließ. Er wollte es dabei nicht wie die Mehrheitssozialdemokratie bei der Einführung von parlamentarischer Demokratie und Sozialstaat alleine belassen, sondern diese durch Räte ergänzen. Eisner strebte also ein parlamentarisches System unter direkter Mitwirkung des Volkes an.
Die Arbeiter, Soldaten und Bauernräte der Revolution sollten dazu beibehalten und durch die Einbeziehung der Betriebe und weiterer Berufsstände erweitert werden. Und die Räte erfüllten für ihn eine doppelte Funktion. Sie sollten Parlamente und Verwaltung kontrollieren und beraten und zugleich eine Schule der Demokratie sein. Sie sollten die Menschen durch stetige politische Praxis zu einer echten Teilhabe an einer demokratischen und sozialistischen Gesellschaft befähigen. Hier wird die ihm eigene Verbindung der Ideen von Kant und Marx offensichtlich. Nur durch demokratische Praxis und daraus gewonnene Erkenntnis erwächst politische Mündigkeit. Und nur auf dieser Basis lässt sich ein freiheitlich-demokratischer Sozialismus verwirklichen, so könnte man es zusammenfassen. Eisner schrieb dazu im Stil der damaligen Zeit in seiner vorhergesehenen Rücktrittsrede: Wir möchten glauben, dass die Räte in jenen Grenzen, in denen sie sich bei uns entwickelt haben, sich als unentbehrlich für die Schaffung einer tätigen Demokratie erweisen. Diese freien, unmittelbaren Organisationen der neuen Demokratie scheinen uns auch die Möglichkeit zu bieten, dass die Massen erzogen werden für die sozialistische Verwaltung der Gesellschaft. Was bleibt von alledem? Was ist das Erbe Eisners und der Erstdemokratinnen und Demokraten? Welche Lehren können wir daraus ziehen? Luise Clemens hat in ihrer Rede zu Recht ausgeführt, dass die demokratischen Errungenschaften von 1918 bis heute wirken, aber dass es noch einiges zu tun gibt. Ich möchte ergänzen, es gibt auch sozialdemokratische, ja demokratisch-sozialistische Errungenschaften. Das zeigt bereits ein Blick in die bayerische Verfassung, lieber Ludwig Högner. Die Högnerische Verfassung, deren 75. Geburtstag wir in wenigen Wochen ebenfalls hier im Bayerischen Landtag feiern werden. Unsere Demokratie, das lässt sich heute festhalten, ist stabil, aber sie kann und muss verbessert werden. Wir haben auch nach Auschwitz den Rechtsradikalismus und das Nazitum immer noch nicht besiegt. Im Gegenteil, mit der AfD hat er wieder gefährliche Gestalt angenommen. Rechtsradikale und Faschisten sitzen hier sogar im Landtag, wie auch im Bundestag und in anderen Parlamenten. Politische Beteiligung, öffentliche politische Reflexion und Diskussionskultur sind, sagen wir, noch verbesserungswürdig. Beides steht auch unabweisbar im Zusammenhang. Defizite der Demokratie und dem öffentlich-politischen Diskurs und Raisonnement auf der einen Seite, Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus, Fake News und auch das sogenannte Querdenkertum auf der anderen Seite. Große, zum Teil bekannte, zum Teil neue Probleme sind noch nicht gelöst. Die soziale Ungleichheit und die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen nimmt weiter zu und damit die ungleiche Verteilung von Lebenschancen für Menschen. Gleichzeitig wird die Wirtschaft in Teilen immer mächtiger und produktiver und überfordert als Konsumkapitalismus die natürlichen Grenzen unseres Planeten. Auch in Bayern sind diese Probleme offensichtlich und, wenn Sie mich tagespolitisch werden lassen, von der derzeitigen konservativen Regierungskoalition nicht gelöst. Soziale Gerechtigkeit und gleichwertige Lebensverhältnisse, Bildungsgerechtigkeit und mehr Demokratie, eine sozial-ökologische Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, die alle mitnimmt und auch bezahlbare Wohnungen, wir haben es gehört, das sind die Themen, die in Bayern auf der Agenda stehen. Wer das alles erfolgreich erreichen will, der kann und sollte auch an die Ideen der ersten Demokratinnen und Demokraten anknüpfen. Wir hätten Kurt Eisner, Erhard Auer, Toni Pfülf, Paul Klee und die vielen anderen Erstdemokratinnen und Erstdemokraten wohl auf die Herausforderungen von heute reagiert. Sicher, das ist Spekulation, aber es lässt sich doch sagen, egal ob wir über Gerechtigkeit, Klimaschutz, Wohlstand für alle, bezahlbares Wohnen oder Bildung sprechen. Die Worte sozial und demokratisch gehören zwingend zusammen, wenn man die großen Fragen im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts und einer guten Zukunft für alle beantworten will. Und bei aller Unterschiedlichkeit der Herausforderungen gilt zumindest dies im Jahr 2021 genauso sehr wie im Jahr 1918. Auch daher noch einmal ein ganz herzlicher Dank an alle Beteiligten, die die Erinnerung an die Anfänge des Freistaats Bayern lebendig halten und den Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfern von damals ein Gesicht geben. Außerdem möchte ich mich auch beim Team der SPD-Landtagsfraktion bedanken für die Organisation der heutigen Veranstaltung. Allen voran Claudia Weigel. Applaus Laura Eidel, Caro Arns, Luise Arns und Sophia Pelzer. Ganz herzlichen Dank. Und bevor ich Ihnen allen noch einen schönen Ausklang dieser Veranstaltung und einen angenehmen restlichen Sonntagabend wünschen darf, freue ich mich, dass noch einmal Michaela Dietl die Bühne betritt mit ihrer musikalischen Hommage an die Erstdemokratinnen und Demokraten. Viel Vergnügen und herzlichen Dank. Applaus
Canzone Arrabbiata. Zorniges Lied. Von Nino Rota, Musik, Text Lina Wertmüller. Und ein bisschen eine bayerische Übersetzung von mir ist auch noch mit dabei. Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna contro di te. Contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità. Cammino e canto e rabbia che mi fa. Schaukst da o di Leid so fui, die nix mehr ham, nix mehr ham. Stengern warten, schammer sie, da in der langen Schlang. Warten da aufs Essen fui, die san schon lang aloa, lang aloa. Wer fui hat und da nix gibt, der hat der Herz aus Stor, Herz aus Stor. Penso a tanta gente nell'oscurità, nell'oscurità, alla solitudine della città, della città. Penso alle illusioni dell'umanità, dell'umanità. Tutte le parole che ripeterà, che ripeterà. Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Canto per rabbia questa luna contro di te. Contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità. Cammino e canto la rabbia che mi fa. Schön. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mit euch nur ein Lied miteinander singen, aber so der Carsten Singer darf man nicht. Und es passt jetzt vielleicht ganz gut zu dem Lied, dann macht es halt in Gedanken. Das Lied hat nämlich den Titel Die Gedanken sind frei. Jetzt können wir es nur miteinander machen. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch das in aller Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, sind alles vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum sind wir heute da und wollen uns erinnern an dieses große Jahr und all die, die noch dran zimmern. Demokratie braucht viel Arbeit, viel Geduld und auch viel Freude, viel Freude, damit es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. Dankeschön.